Das sieht echt toll aus. Wie? Gerade rechtzeitig. Hey, Goro. Wow, du siehst ja richtig gut aus. Ach ja? So fühle ich mich aber nicht. Ich habe einen eures Kopfburger probiert. Aha, und wie war er? Lecker? Ich mag die Leute da unten. Die Parade beginnt bald. Ich habe auch gerade Starten angepasst. Ich rate dir, sie auch anzusehen. Zum einen funktioniert die Malware sogar viel besser als erwartet. Unsere Augen und Ohren sind im Wachraum. Ich habe die Kameras geprüft und weiß, wo die Scharfschützen sind. Es sind drei. Du musst sie alle ausschalten, ehe sie mich ausschalten. Du kommst über viele Wege an sie ran. Der erste ist in der Nähe. Sollte leicht sein. Der zweite ist schwieriger. Du wirst klettern müssen. Der dritte versteckt sich auf der Fußgängerbrücke über der Straße. Wir sind hier. Hanako-samas Wagen wird hier beim Notausgang halten. Den benutzen wir, wenn alles vorbei ist. Von diesen Punkten hier hast du einen guten Überblick. Aber die Scharfschützen sehen noch besser. Wenn sie dich sehen, peng. Bye-bye, Dieb. Falls das gefährlich klingt, denk dran, dass ich auf den Wagen springen, reinklettern und Hanako-sama treffen muss. Das Letzte fürchte ich am meisten. Alles verstanden? Bist du bereit? Warte, falls alles den Bach runtergeht, gibt's einen Plan B? Was glaubst du denn? Man beschuldigt mich des Verrats an Arasaka. Obendrein schlage ich mich zur Schwester des CEOs durch. Es gibt keinen Plan B. Dieser muss klappen. Ich schon. Die Frage ist, bist du's? Es ist mein Plan, nicht? Vergisst du da nicht eine Kleinigkeit? Dein Kumpel, oder? Oder hat Ehre. Er wird es nicht wagen, die Hand gegen mich zu erheben. Vielleicht, bis du ihm und Hanako auf den Kopf fällst. Das ist wahr. Instinkt und Reflexe gewinnen in solchen Momenten oft die Oberhand. Also? Also hoffe ich, ich bin immer noch schneller als er. Pass auf dich auf, Goro. Bin bereit. Dann fangen wir an. Du musst die Schützen erreichen, ehe Hanako-samas Wagen auftaucht. Gar nichts merken.
und ohne Leiche eine Entschädigung. Nee, das ist wichtig. Oder redet mit jemandem. Ich verlinke dich, damit wir weiter zuhören können. Noch einmal, die Sicherheit ist unzulänglich. Sie erfüllt keine Unterlassung. Hanna Kusama sollte nicht hier sein. Stellst du Yuri Nobus Befehle in Frage? Mach deinen scheiß Job. Verstanden. Overland out. Genau wie erwartet. Oder ist hier. Ich melde mich, wenn ich was Neues weiß. Hey, die Robosau kenne ich. Adam Hackfresse Smasher. Versuch, den Wartungsbereich zu erreichen. Und dort kannst du hochklettern. Das Ding sieht nicht ganz stabil aus. Fuck, ich wäre fast gestürzt. Nicht ein kleines Obst eingebaut hat. Du darfst nicht darauf fallen. Hab ich doch gesagt. Schweigen ist nicht gut. Insel Guadalcanal. Sabuo Arasaka. Pilot des dritten. Irgendwie musst du runterkommen. Sei vorsichtig. Das machst du gut. Vorsichtig. Ich brauch dich lebend. Vergiss das nicht. Soldat. Mein Vater. Diese Worte sind nicht gut für seine Schuld. Sonne. Und es ist kein Zufall, dass du in dieser Stadt kommst. Denn vor 5 Jahren hat er unser Gegner hier im Land gewartet. Ein feiger Terror, der 4000 Menschen das Leben gibt. Alles Angestellte der Arasaka Corporation. Alles Einwohner von Night City. Der Arasaka Tower bröckelt. Und doch erhebt sich seine Spitze nach wie vor über den Dächern dieser Stadt. Er thront mächtiger und beständiger als je zuvor. Vor kurzem fiel mein Vater einen ähnlich eigenen Gewalt zum Opfer. Richtete sich gegen seine Werte, die alle teilen. Oh mein Gott, bitte! Da hast du! Ziel erledigt. Das wird man werden. Des Raumes findest du eine Tür zu einer Treppe. Sie ist die kürzeste Route zum nächsten Schützen. Er ist bald oben. Ich gebe Bescheid. Wie? Oder spricht wieder? Hört zu. Mitteilung, dass die öffentliche Sicherheit gefährdet ist. Sie muss hier lang. Sofort. Arasaka ist problemlos in der Lage, seine Leute zu schützen. Frag deinen Boss, was ihm nicht weiß. Das Arasaka-Image oder seine Schwester. Mit erhobenen Händen. Alles ist unter Kontrolle. Over and out. Hörst du das? Sie wissen etwas. Oh, wir müssen uns beeilen. Ah!
versuch, den Wartungsbereich zu erreichen. Und dort kannst du hochklettern. Und wenn das nicht klappt, dann kannst du über die Brücke zu deiner Rechten. Achte auf die Bargain-Jets. Halt den Kopf unten, sonst wirst du gebraten. Erledigt. Ja, offensichtlich. Gut gemacht. Ein Problem bleibt. Und zwar? Arasakas Netrunner. Sie hat die Kontrolle über alle Netzwerke. Du musst sie erledigen. Das können wir den Wagen nicht übernehmen. Sie versteckt sich in einem unfertigen Wohnhaus in der Nähe des zweiten Scharfschützen. Okay, bin unterwegs. Schon zu lang online. Zeit für eine Pause. Fuck! Oder? Natürlich bist du hier. Ich habe dich gehört. Du hast mir keine Wahl. Achte auf die Entfernung. Halt dich von der Klinge fern. Sonst macht der Sashimi aus dir. Achtung, er wird die Tarnung aktivieren. Achte auf Lichtstörungen.
Ich konnte ihn. Oder ist er tot? Er atmet. Noch. Bitte weh. Lass Gnade walten. Jetzt sollte uns nichts mehr im Weg stehen. Na los, weiter. Du und dein scheißkrankes Ehrgefühl. Heute ist ein Glückstag. Okay, sehr gut. Online und im System. Hanako ist drin. Was macht sie? Glaub, sie ruft irgendwen an. Versuch zuzuhören. Denk dran, den Alarm auszuschalten. Sonst komme ich nicht rein.織田と連絡が取れないし、何か変だわ。パレード中止すれば、弱さを露呈したと思われる。弱さ？誰の？あなたの？俺たちだ。私が参加したのは、あくまでもお父様を追悼するため。操り人形になるためじゃないわ。この見せ物では、みんなに役割がある。道子は文句を言ってないぞ。だが、お前が言うなら中止してもいい。全部やめだ。 お前の安全が第一だからな。兄さん、やり終えましょう。ありがとう、花子。せっかくの式典だ。やり終えなければ悔いが残る。Goro, alle Systeme down. Jetzt oder nie.